Hallo lieber Löwe, herzlich willkommen bei In Balsero. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Juli 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, so, schauen wir mal. Für Löwe bitte. Hoppala. Was kommt im Juli 2024 auf Löwe zu, bitte? Zwei der Münzen. Du wirst im Juli den Eindruck haben, dass das klappen könnte, aber ich sag's dir, das klappt nicht. Nein, du musst dich entscheiden, du musst dich auf eine Sache konzentrieren, Löwe. Ja. Es gibt hier, oder... Wir sagen dem Pfeufer und Zwickli, ja, du willst die 5-Franken-Münze haben und dazu noch ein Zwickli, ein Brötchen. Pfeufer und Zwickli geht nicht. In Deutschland gibt es auch ein... Was gibt es in Deutschland für ein Sprichwort, wenn jemand... das und das, also ein Weckli haben möchte und dazu noch den Pfeufer. Also man kann nicht beides gleichzeitig haben. Eins davon musst du hergeben, um das andere zu haben. Zwei der Münzen hier. Nein, du kannst nicht beide Jobs haben. Nein, du kannst nicht dich für beide Typen interessieren. Du kannst dich nicht für beide Frauen interessieren. Du kannst dich nicht für beide Städte. Du kannst nicht in beiden Städten wohnen. Es wird zeitlich... finanziell wird das nicht funktionieren. Okay, wird es nicht funktionieren. Das ist so ein Effekt von zwei der Münzen. Also entweder funktioniert es finanziell oder zeitlich nicht, ja? Oder es schlägt auf die Psyche. Weil hier geht es darum, dass du körperlich gar nicht imstande bist, beides zu bewältigen, okay? Du weißt, um welches Thema es geht. Ja, ja, und spätestens im Juli weißt du dann, wovon ich rede. Dann, wenn du auf keins verzichten möchtest, wirst du dich an diese Legung hier erinnern, okay? Wirst dann denken, ah, shit, ich kann nicht beides haben, ja? Kann's nicht. Warum? Bei zwei der Schwerter zum Beispiel kann man sagen, okay, ich bin einerseits für Deutschland, aber andererseits bin ich auch für Spanien. Es sind Gedanken. In Gedanken kannst du allerlei denken. Einerseits finde ich Kälte gut, andererseits finde ich Kälte nicht so toll. Kannst du beides denken, aber... Zwei der Münzen. Hier geht es zum Beispiel darum, im ersten Stock am PC zu arbeiten und hier geht es darum, dann im UG im Keller Wäsche zu waschen. Es sind zwei verschiedene Dinge, zwei verschiedene Städte, zwei verschiedene Männer, zwei verschiedene... Nee, du musst dich entscheiden. Ja, ja. Und es kommt eben, im Juli kommt der Punkt, wo du merkst, dass du dich hier auf eine Sache, auf eine Person konzentrieren solltest. Der Magier. Ja. Unendlichkeitszeichen hier, auf deinem Kopf. Ein Unendlichkeitszeichen gibt es auch auf der Kraftkarte. Das ist dann auch deine Karte. Da trägt es die Herrscherin auf dem Kopf da. Okay. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Ich glaube, Löwe, ich glaube, dass dir hier ein Weckli und der Pfeufer da in die Hand geworfen wurde. Oder? Wo du dann sagst, ja mein Gott, ich habe jetzt hier ein Weckli bekommen und einen Fünfer habe ich da bekommen. Ich will jetzt oder keins davon aufgeben. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Dann, wenn es hier brenzlig wird, dann, wenn du merkst, okay, du kannst jetzt nicht beide haben, musst du ganz einfach dir überlegen, was ist mir wichtiger, Weckli oder Fünfer? Zwei der Schwerter. Du weißt bereits, welche Person die richtige für dich ist. Du weißt bereits, welche Stadt die richtige für dich ist. Du weißt bereits, welcher Mann der richtige ist, welche Frau die richtige ist, welcher Job. Das weißt du bereits. Von der Vernunft her weißt du eigentlich bereits, welche Richtung deine Richtung ist sozusagen und auf welche Richtung du dich eigentlich konzentrieren musst. Was du hier momentan hast, ist einfach, dass du diesen Moment da, wo du alles hast, nicht aufgeben möchtest. Ja. Eine Wohnung hier und eine Wohnung da.
ich habe es jetzt vom Universum bekommen, oder? Und ich will, oder diesen Reichtum möchte ich nicht aufgeben. Ja? Aber eigentlich weißt du ganz genau, die alte Wohnung, die ist jetzt fertig. Hin geht's zum Neuen. Ja? Für was gehst du noch nach Frankfurt, wenn du jetzt in Köln wohnst? Da sich alles aufbaut, manifestiert, hier alles neu entsteht. Für was gehst du noch nach Frankfurt? Was tust du da? Nee, die neuen Freunde sind alle in Köln zum Beispiel. Mit den Alten kannst du nichts mehr anfangen. Wir hatten hier etliche Legungen, Löwe, wo du nichts mehr mit den Leuten zu tun haben wolltest, ja. Also, wieso gehst du noch nach Frankfurt? Nice. Du weißt es selbst, gell? Ja, ja. Ja, ja. Fünf der Stäbe, Löwe, das hier ist kein Wunder, weil schon bald ist dein Geburtstag. Verpasse die Augustlegung nicht, gell? Deine Monatslegung für August. Da wird die Fortsetzung kostenlos sein, weil du deinen Geburtstag hast. Yes. Für jene, die Löwe in ihrem Sonnenzeichen haben, während deiner Geburtstagsphase, während der Löwenphase, ist Löwe in der Sonne. Momentan ist Krebs in der Sonne. Vorher war Zwillinge in der Sonne. Und deswegen sind das ihre Phasen sozusagen. Deine Phase fängt am 22. Juli an, 22.07. Ab dem 22.07. ist Löwe in der Sonne. Und was ist die Sonne? Der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Alle drehen sich um die Sonne. Und deswegen ist es ziemlich normal, dass wir um unseren Geburtstag herum viel mehr Ausstrahlung haben und viel mehr Aufmerksamkeit erregen und dass Menschen sich um uns streiten. Ich habe hier mit 5 der Stäbe und 3 der Kelche hier eine ziemlich interessante Energie. Ich habe den Eindruck, Löwe, dass eine Person unglaublich eifersüchtig ist in Bezug auf dich. Diesem Menschen gefällt es überhaupt nicht, wie viele Energien du um dich herum hast, dass du hier Kontakte hast, dass du Freunde hast, dass du nicht immer nur dich auf diesen Menschen hier fokussiert, mag nicht die Aufmerksamkeit, die du anziehst. Gefällt diesem Menschen nicht. Ich habe hier Ritter der Kelche liegen. Dieser Mensch hat hier mit Ritter der Kelche ganz viele romantische Träume mit dir, hat romantische Pläne mit dir, möchte dies mit dir unternehmen, jenes mit dir unternehmen, aber immer zu zweit. Und diesem Menschen gefällt nicht, wie zerstreut deine Aufmerksamkeit ist. Du fokussierst dich nicht nur auf diesen Menschen, sondern hast hier eine, ich meine, du lebst halt das Leben und konzentrierst dich auf alles Mögliche in deinem Leben. Und das gefällt diesem Menschen nicht. Ja. Ich weiß, man kommt dann direkt auf Narzissmus und solche Dinge. Narzisst ist nicht jeder Mensch. Es braucht einiges mehr, bis ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin jemanden als Narzisst, Narzisstin betitelt. Diese Diagnose bekommt man nicht einfach so. Nein, wir haben nicht gesellschaftlich Narzissmus. Das ist nicht der Fall. Sobald du jemanden Narzisst, Narzisstin nennst, hebst du deine Selbstverantwortung auf. Das ist einfach so. Wenn ich einem Arschloch begegne, dann muss ich sehen, dass das ein Arschloch ist und dann eine Grenze ziehen. Ich kann dann nicht sagen, ja, der ist mit mir so umgegangen. Ich hatte es mit einem Narzissten zu tun gehabt. Wo steht geschrieben, dass man mit Narzissten zu tun haben darf? Ich meine, ist ja ein Widerspruch. Deswegen, nicht einfach so selbst diagnostizieren. Bitte von vornherein das Verhalten von Arschlöchern schnell erkennen und eine Grenze ziehen und nicht im Nachhinein dann hier reklamieren, dass man mit jemandem zu tun hat, der da mit irgendetwas diagnostiziert ist, der das gar nicht diagnostiziert wurde. Okay. Fünf der Stäbe hier, Ritter der Kelche hier. Es geht hier mehr darum, Löwe, dass dieser Mensch mit Ritter der Kelche in seinem, ihrem Kopf in der Verliebtheitsphase ist. Dieser Mensch hat hier sehr viele Gefühle für dich entwickelt in den letzten Wochen und versteht nicht so ganz, warum du deinerseits nicht so verliebt bist wie er, sie. Das ist Teil der Verliebtheitsphase. Dieser Mensch möchte hier nur mit dir Zeit verbringen.
Aber du legst dich nicht wirklich auf gewisse Personen fest. Ja? Für dich besteht das Glück nicht darin, mit einer Person das Glück zu finden, sondern suchst das generelle Glück sozusagen. Okay. Auf meiner Webpage gibt es noch bis am Sonntag das Glücksrad. Kannst da dran drehen und bis zu 60% Rabatt auf die Fortsetzung gewinnen. Das ist nur noch bis am Sonntag und dann ist die Chance vorbei. Das ist das eine. Und das Wettrennen um die erste Jahreslegung läuft weiterhin. Ich werde schon bald die Jahreslegungen für 2025 beginnen und werde bei jenem Sternzeichen beginnen, dessen Legungen am meisten geteilt wurden. Ja, deswegen fleißig über die Teilen-Funktion hier unter diesem Video. Teilen, 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 Löwe. Ich glaube, du bist auf Platz 7. Ich müsste mal nachschauen. Top 3, Muss Gas geben. Sicher? Na, dann kommst du schneller. Schau mal, Ritter der Stäbe. Dein Gegenüber gibt Gas. Ja, ja. Ritter der Stäbe. Okay. Ich habe den Eindruck, dass hier mit Ritter der Stäbe dieser Mensch auf eine Art und Weise sich dir annähern wird, dir eine Motivation geben wird und auch sich zeigen wird, ja, schauen wird, dass er sie präsenter ist in deinem Leben, die dann dafür sorgen wird, dass du hier endlich drei der Münzen, die eine Seite fallen lässt. Ja. Warum? Weil hier auch mit dem Wagen hier gewisse Dinge in deinem Leben passieren werden, die dich dazu zwingen werden, hier mal vorwärts zu machen. Hier nicht lange zwischen diesen Stühlen zu bleiben, sondern hier vorwärts zu machen, eine Entscheidung zu fällen. Ich sehe, dass hier etwas Konkretes auf dich zukommt in Verbindung mit Ritter der Stäbe. Ja, mehr Action von deinem Gegenüber, dass ihn sie dann auch präsenter in deinem Leben macht. Ich werde jetzt hier schauen, was genau hier passiert, das dich dann dazu bringt, hier endgültig eine Richtung einzuschlagen. Werde hier auch schauen, wie hier mit drei der Münzen Ritter der Stäbe hier sich dieser Mensch dann machen wird, dir gegenüber. Ja. Und wie gesagt, hey, diagnostiziert nicht direkt, weißt du, was das ist, dieses, er war ein Narzisst, sie ist ein Narzisst. Das ist dieses, ich will mir nicht eingestehen, dass ich all die roten Flaggen von Anfang an gesehen habe und trotzdem mich auf ein Arschloch eingelassen habe. Das ist das. Und das bringt's nicht, weil dann gehst du weiter und dann kommt das nächste Arschloch, hat auch die gleichen roten Flaggen, aber nee, man nimmt alles in Kauf, nur am Ende zu sagen, aber weißt, der war krank, der hat eine Verhaltensstörung. Dem ist nicht so. Das sagen Fachleute. Dass nur die wenigsten wirklich Narzisst, dass es viel braucht, bis man jemanden als Narzisstin diagnostiziert. Ja. Schick mal deinen Narzissten da zu mir, mal schauen, ob der bei mir auch so Narzisst ist. Daran kannst du dann erkennen, dass es kein Narzisst ist, sondern dass du zugelassen hast, dass sich da jemand wie ein Arschloch verhält. Ist so, die Menschheit ist so. Die Menschheit ist so. Ja. Ein Baby muss auch schreien, um die Brust zu bekommen. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Löwe, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du einerseits hier im Bild. Falls es hier nicht angezeigt wird, findest du den Link zur Fortsetzung auch unten in der Infobox. Zur Infobox gelangst du, indem du auf den Videotitel tippst, dann klappt das direkt auf da. Ja, musst einfach hier auf die Videotitel tippen und dann siehst du es drunter. Falls es auch nicht geht, geh zu den Kommentaren. Zu den Kommentaren von diesem Video. Da, wo du fragen würdest, wo finde ich den Link zur Fortsetzung? Geh dahin. Da im obersten Kommentar ist der Link auch eingefügt. Okay? Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.